Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie von der Fülle wissenschaftlicher Publikationen und Befunde zu einem Thema schier erschlagen sind? Gerade im Zuge der Digitalisierung haben die Publikationsgeschwindigkeit und die Quellenlage zugenommen. Das Internet und auch die Fachliteratur bieten umfangreiche Quellen. Es kostet allerdings viel Zeit, die Menge an Material und Informationen zu durchforsten. Um die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Fragestellung zu systematisieren und verständlich zusammenzufassen, werden systematische Literaturübersichten, sogenannte Systematic Reviews, seit geraumer Zeit auch in der Bildungsforschung erarbeitet. Bei Systematic Reviews geht es darum, aktuelle Befunde auf eine Forschungsfrage hin zu synthetisieren und beschreibend auszuwerten, um zum Beispiel Handlungsempfehlungen für Praxis, Forschung und Bildungspolitik zu formulieren oder ein Forschungsfeld zu erfassen. Ich möchte in diesem Podcast eine gerade entstandene systematische Literaturübersicht aktueller Forschungsbefunde aus dem vom BMBF geförderten Metavorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich vorstellen. Angelehnt an ein Systematic Review erörtert dieses Critical Review in 5 Kapiteln die Frage, was die Digitalisierung für das pädagogische Personal und für seine Aus- und Fortbildung bedeutet. Um Antworten auf diese Frage zu finden, durchsuchte eine Rechercheexpertin am DIP, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, die wichtigsten Fachliteraturdatenbanken und identifizierte knapp 12.000 passende Publikationen. Ein 8-köpfiges Experten- und Expertinnen-Team bewertete die Qualität der gefundenen Studien, die Passgenauigkeit auf die Fragestellung und die Übertragbarkeit der Befunde auf das deutsche Bildungssystem. In das Critical Review flossen schließlich 617 Publikationen ein. Wissenschaftliche Befunde aus 205 Studien wurden darin genauer beschrieben. Hier ein kurzer Einblick in die Befunde des Critical Reviews zu den Bildungsbereichen frühe Bildung, Schule, Lehrer-Aus- und Fortbildung, Berufsbildung, Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Digitales Lernen und Lehren zeigt besonders, welche Rolle dem pädagogischen Personal als Akteure im Prozess der Digitalisierung zukommt. Dabei weisen die Bildungsbereiche große Unterschiede auf, wie das pädagogische Personal unterstützt oder ausgestattet wird. Lehrende müssen nicht nur Wissen vermitteln und Lerneinheiten strukturieren, sondern auch Lernende begleiten und ihren Lernstand bewerten und kommunizieren. Um digitalen Unterricht zielführend zu gestalten und umzusetzen, brauchen Lehrende und Lernende also digitale Kompetenzen. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Wirkung unterschiedliche digitale Medien und Anwendungen haben. Digitale Lernformate wie zum Beispiel MOOCs und Blended Learning erfordern außerdem neue didaktische Konzepte und Organisationsstrukturen. Im Kapitel Schule hebt die Autorin Bettina Waffner beispielsweise die gewachsene Bedeutung von Massive Open Online Courses, MOOCs, und Twitter für die Fortbildung im nichtdeutschen Bereich hervor. Marcel Cabarozza und Gabriele Irle verweisen für die Lehrerausbildung auf den erfolgreichen Einsatz von langfristig angelegten Mentoren- und Peer-Learning-Programmen. In der Lehrerbildung werden zudem die Kompetenzen von Ausbildnerinnen und Ausbildern in Bezug auf die digitalen Medien deutlich stärker thematisiert als die Frage nach ihrer Einstellung zu digitalen Medien. Im Kapitel zur frühen Bildung zeigen die Autorinnen Iris Nieding und Katharina Claudi auf, dass die Aspekte Haltung, Einstellung und Kompetenz eng an die Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern geknüpft sind. Der Bedarf an Medienbildung und Medienkompetenzen bei frühpädagogischen Fachkräften ist hoch. Es fehlt zum Beispiel an praktischen Modellen und medienpädagogischen Umsetzungen in die Praxis. Für die Berufsbildung stellen Katharina Hehn und Monika Rattermann-Busse fest, dass es an flächendeckenden Qualifizierungsangeboten und an einer strukturellen Verankerung von Fort- und Weiterbildungsformaten zum Einsatz digitaler Medien fehlt. Die Unterschiede in der technischen Ausstattung der Betriebe, der Berufsschulen und Ausbildungsstätten und bei personellen Ressourcen scheinen sehr groß zu sein. Das Lehr- und Ausbildungspersonal setzt digitale Medien wegen mangelnder Qualitätsprüfung, geringer Verbreitung von Lernprogrammen und fehlender fachdidaktischen Szenarien nicht standardmäßig ein. Eine große Heterogenität bei Anbietern und Programmen stellen Jan Koschorek und Angelika Gundermann im Kapitel Erwachsenenbildung und Weiterbildung heraus. Hier verfügen viele Lehrende
trotz hoher Fortbildungsaffinität über unzureichende digitale Kompetenzen. Kompetenzmodelle könnten die Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen in der Erwachsenen- und Weiterbildung unterstützen. Wenn Sie an weiteren Befunden und Empfehlungen für die einzelnen Bildungsbereiche interessiert sind, lohnt sich ein Blick in die Publikation. Sie erscheint im Herbst 2020 im Wachsmann Verlag unter dem Titel Bildung im digitalen Wandel – Die Bedeutung für das pädagogische Personal und für die Aus- und Fortbildung.